Ich bin Volontär in der FLL, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, jedes Mal wieder auf den Wettbewerben zu sein, die FLL-Familie wiederzusehen und die Begeisterung für Technik an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben. Ich bin Volontär, weil es mir Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten und zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Ich bin Volontär, weil es unheimlich viel Spaß macht, zu sehen, wie Kinder wachsen und vorankommen. Die First Lego League zu unterstützen bedeutet für mich viel, viel Spaß, weil ich selber großer Lego-Fan bin. Das heißt, es macht mir Spaß, auch mit den Kindern zusammenzuarbeiten, aber auch selber mal zu sehen, was bei Lego passiert, was das Thema Robotics bei Spielzeug schon alles bewegen kann. Und es bedeutet für mich, viele coole Leute kennenzulernen. Die First Lego League zu unterstützen bedeutet für mich einerseits schon Zeitaufwand, aber auf der anderen Seite auch eine ganze Menge positive Energie, wenn ich sehe, was bei den Wettbewerben dabei rauskommt. Weil ich selber als Kind, als Jugendlicher viele tolle Erfahrungen machen durfte mit der First Lego League, sie mich sehr nachhaltig geprägt hat und ich die Erfahrung gerne an die nächste Generation weitergeben möchte. Also man kann natürlich als Coach agieren. Ich finde es auch gut, dass man vielleicht als Elternteil die Sachen initiiert, anfragt in der Schule, welche MINT-Themen gibt es, was wird da gefördert und vielleicht die First Lego League ins Spiel bringt. Und natürlich kann man auch als Jurorin aktiv werden und hier bei dem Finale und bei regionalen Events unterstützen. Ich glaube, in der First Lego League ist für jeden Typ was dabei, sei es als Schiedsrichter, sei es als Juror oder auch für die technisch Affinen im Bereich der Veranstaltungstechnik, im Bereich der Organisation von Veranstaltungen. Ich glaube, dass wir für jeden, der Leidenschaft hat und Zeit, auch einen Job finden werden. Also ich glaube, da muss jeder für sich selber finden, was ihm Spaß macht. Also Volunteering ist ja sowas wie zurückgeben, sich selber einbringen. Und zumindest wenn ich gesehen habe, was mein Sohn aus Wettbewerben mitgenommen hat, finde ich es total fair. Auf der anderen Seite auch, sich dann selber einzubringen, Zeit einzubringen und zu schauen, dass man was zurückgibt von dem, was man auch bekommen hat. Jeder kann Volunteering machen, weil es da auch alles an Initiativen gibt. Meine Leidenschaften sind A, mit Kindern arbeiten, B, es ist Technologie, IT und dann mag ich privat auch noch Lego und ich habe genau den Verein gefunden, der diese drei Themen abdeckt. Volunteering ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Spaß. Am Anfang muss man sich vielleicht ein bisschen reinfinden, einarbeiten, ein paar Regeln lesen, aber insgesamt überwiegt der Spaß und die leuchtenden Kinderaugen sind auf jeden Fall eine coole Sache. Unabhängig von der First Lego League finde ich das was Essentielles und was Notwendiges für unsere Gesellschaft. Wenn man nichts tut, tut sich auch nichts. Ich glaube, das Wichtigste, was man bei Volunteering einfach beachten muss, ist, dass man selber die Option hat oder die Möglichkeit hat, eine Veränderung zu bringen. Und auch wenn das keine riesengroße immer sein muss, kann man in seinem Rahmen halt wirklich, ich sag mal, Leben positiv beeinflussen, Kinder darin beeinflussen, wie sie vielleicht mal später über Technik oder über ihre Karriere, über ihren Werdegang nachdenken. Und das kann man als Volunteer oder als Volunteer ja überall machen. Ich war am Anfang Coach von einem Team und die Highlights für mich waren, als mein Team die Altersgrenze erreicht hat und gesagt hat, das ist so cool hier, wir wollen weitermachen. Wir werden jetzt Volunteer, wir gehen auf die andere Seite und wir unterstützen das jetzt, obwohl wir eigentlich zu alt sind, um als Team mitzumachen. Es ist ein riesiges Netzwerk, weil man auf Leute aus total unterschiedlichen Berufsgruppen und total unterschiedlichen Herkunftsländern und Städten trifft und auch über die FLL, über die Wettbewerbe hinaus dann häufig miteinander in Kontakt steht, beruflich Ideen bekommt für Praktika, für sein Studium und da auch weit über die eigentlichen Wettbewerbe Kontakte knüpft und auch Freundschaften entstehen, die bleiben. Ich glaube, das ist für jeden eine super Erfahrung, weil man doch oft im Alltag auch ein bisschen in seiner Blase und in seiner Bubble steckt und selten die Chance hat, mal andere Leute kennenzulernen, die ganz andere Dinge machen. Wenn ich mir so die Volunteer-Community angucke, ich glaube, das ist viel mehr als nur ein Netzwerk. Man hilft sich zwar, aber eigentlich ist es fast schon eine Familie. Und wenn man sich bei den größeren Wettbewerben dann trifft, dann ist es wirklich so wie Familientreffen, Familienparty. Du solltest Volunteer bei der FLL werden, weil es jede Menge Spaß machen wird, du viele tolle Leute kennenlernen wirst, du die Chance hast, deine Begeisterung für Technik, für MINT, für Technologie an die nächste Generation weiterzugeben und so deine Zukunft, unsere Zukunft mitzugestalten. Ich glaube, du solltest Volunteer werden, weil wir einfach dich brauchen. Wir brauchen unterschiedliche Leute, wir brauchen frische Leute, wir brauchen Leute, die länger dabei sind. Der Mix macht's aus und du solltest dabei sein.